Für das nächste Gericht, das du kannst, das ist ein Art Dessert in Verbindung mit dem Alkohol, mit einem Muskat-Traubenbrand oder was auch immer, braucht ihr schöne, kernlose Trauben, perfekte, reife Orangen und ohne Zucker läuft nichts. So, diese Technik ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Art Kandieren, aber nicht richtig hart kandieren, sondern weich kandieren. Es ist im weitesten Sinne auch, wie es im oberitalienischen Raum ist, man sagt auch Mostarda dazu. Aber wie die Rezeptur im Grunde genommen genau ist, findet ihr auf unserer Webseite, auf der World Spirits Webseite und ein paar Parfum de Vie Rezepte. Aber ich erkläre es euch jetzt, wie einfach das Ganze geht. Erstens einmal den Herd einschalten natürlich. Dann, ich habe da jetzt 4,7 Kilo Trauben. Die Trauben kommen in einen großen Behälter, mit dem wir kochen. Danach kommen die gleiche Menge Zucker, also 4,7 Kilo. Ja, ist ein bisschen süß. Nehmen wir halt nur 4,5 Kilo, geht es leichter aus. So. Und jetzt, das bleibt jetzt über Nacht stehen und wird dann 3 Tage lang jeden Tag 10 Minuten aufgekocht. Also ich lasse das jetzt drinnen. Schöne reife Zitronen. Und die werden jetzt klein geschnitten. Und reif müssen sie deswegen sein. Die Zitronen werden mit den Schälern verwendet. Und wenn die Schäler hart sind und das nicht reif ist, dann ist leider der Zucker oder die Zuckersoße rundherum auch hart. Jetzt müsst ihr das aufschneiden. So, das dauert natürlich ein bisschen. Dann wird das Ganze wirklich klein geschnitten, richtig klein. Aber bis ich das fertig geschnitten habe, das Ganze muss kleiner sein wie das, lasse ich das jetzt über Nacht stehen und morgen sage ich euch, wie das dann weiter gekocht wird. Neuer Tag, neues Glück. Was ist die letzten Stunden, Tage passiert? Ich habe die Riesenmenge von 5 Kilogramm Trauben, von 5 Kilogramm Zucker und pro Kilogramm Zucker eine relativ kleingeschnittene Zitrone aufgekocht. Oder erstens einmal über Nacht flüssig werden lassen und danach aufgekocht. Es wird 2, 3, 4 Mal ca. 10 Minuten aufgekocht. Und so wie das aufgekocht wird, man muss aufpassen, dass es nicht schäumen anfängt oder überschäumt. Man muss halt relativ viel rühren. Und dann wird immer die Flüssigkeit, die mehr entsteht durch das Aufkochen, in einen eigenen Behälter weggeschöpft. Zum Schluss ist eben nur relativ wenig Flüssigkeit und eben die Trauben in kandierter oder halbkandierter Art, so geleeartig, wie wir es wollen. Und was ist auf der anderen Seite passiert? Wir haben einen Behälter von wahrscheinlich 3 Liter Flüssigkeit, Zucker, Zitrone, Geschmack von der Traube. Da habe ich ebenfalls Trauben hineingegeben und ein bisschen Feigen, die ich noch gehabt habe. Und die habe ich ebenfalls aufgekocht. Das heißt, ich koche im Grunde genommen separat wieder etwas Ähnliches auf, aber nicht so, wie es 100% gehört. Bei der Menge, die ich abgeschöpft habe, kann man jetzt die Früchte wieder 1, 2, 3 Mal aufkochen und das ist wieder perfekt. Und somit habe ich die Antwort wahrscheinlich gegeben, jeden der Frage, was tut der jetzt mit dieser Flüssigkeit separat? Immer wieder neues Obst aufkochen, bis es eben so leicht kandiert ist. So, wir wollen aber diese Menge. So wollen wir das haben. Und das kommt jetzt, ich habe schon ein bisschen vorbereitet, in ein Glas mit relativ wenig Flüssigkeit. Einfach hinein, fertig ist der ganze Zauber. So, und wie geht es jetzt weiter? Jetzt wird es spannend. Orangen, Blütenmuskateller.
Gelber Muscatella. Das ist der intensivste gelbe Muscatella, den es gibt. Fior d'Arancio. Von den Eugenischen Hügeln. Unten in der Nähe von Padua. Das tun wir ein bisschen zur Seite. Zuerst gibt man mal einen kräftigen Schluck ins Glas. Und dann sollte man allerdings sparsam sein. Ein Träubchen, es war viel Aufwand. Und noch ein Träubchen ins Glas. Und das Geniale ist jetzt, das Destillat von uns oder von einem anderen, wenn es hochwertig gemacht ist, hat keinen Zucker. Ich kriege keinen Zucker hinein, nur das Träubchen, das halb kandierte, in geleeartiger Form, das ebenfalls auch nicht richtig süß ist und das einfach göttlich schmeckt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe eingangs leider, wo ich das Rezept vorgestellt habe, Orange gesagt, wir arbeiten mit Zitronen. Aber probieren Sie es mit Orangen, vielleicht funktioniert es genauso gut. Viele Wege führen nach Rom. Auf alle Fälle, nachdem ich es auch nur einmal im Jahr mache, muss ich immer wieder nachdenken, wie es richtig gehört. Probieren Sie es. Das Rezept finden Sie auf der world-com-spirits-Webseite unter Parfum de Vie. Ich sage Ihnen jetzt, viel Spaß beim Nachkochen und Prost. Das Glas ist für mich, das Glas ist für den Matthias. Der Sabbat schon, so gut ist es. Gesundheit, viel Spaß beim Nachkochen. Prost.